Das Motorradfahren auf der Rennstrecke ist ein verdammt teures Hobby. Jeder von uns, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie das ins Geld geht. Abgesehen von Nenngebühr, Fahrtkosten, Sprit, defekte Teile, Verschleiß, Ausrüstung, kommt obenhin noch eines der teuersten Parts auf das Ganze drauf und das sind die Reifen. Deswegen sucht man natürlich nach einem, sage ich jetzt mal, Allround-Reifen, der irgendwie bezahlbar ist, lange hält, aber doch auch gute Performance liefert. Die Problematik des Ganzen ist, dass natürlich gute Performance und lange Haltbarkeit sich so ein bisschen konträr betrachten zueinander. Michelin hat hierbei allerdings mit ihrem Michelin Power Performance League 24 einen Reifen geschaffen, der diesen Kompromiss anscheinend recht gut machen soll. Ich habe den Reifen bisher noch nie gefahren und werde diesen jetzt hier auf dem Misano World Circuit in Italien für euch testen und werde mal schauen, wie lange dieser Reifen tatsächlich hält, funktioniert und vor allem wie schnell, dass man damit dann auf diese Distanz fahren kann. Das ist mein erstes Mal Motorradfahren seit zweieinhalb Monate mindestens, wenn nicht fast sogar drei Monate. Und ich muss gestehen, so als Routinier so lange nicht mehr Motorradfahren gefahren zu sein, macht einem so ein bisschen nervös. Bin in Misano, Moped soweit vorbereitet. Ich denke, um an die Sache jetzt richtig ranzugehen, ich habe weder einen Transponder drauf, noch habe ich den Laptimer eingeschaltet. Ich fahre jetzt einfach mal ganz gemütlich um die Rennstrecke rundum und schaue, ob ich das überhaupt noch kann. So, jetzt noch ein paar kurze Worte hier zu meinem Setup. Wir haben vorne Michelin Power Performance Slick in Mischung Medium. Es wird sehr heiß, das heißt, wir werden morgen auf jeden Fall dann auch den Hard einmal wieder fahren. Auf der Hinterachse habe ich den Michelin Slick 24. Das ist der Langstreckenreifen, der eine wahnsinnig lange Performance haben soll im Sinne von Haltezeit. Und das werden wir heute für euch herausfinden, wie lang man mit diesem 24, also der Endurance-Mischung von Michelin, überhaupt fahren kann. So, die Reifen sind neu. Übersetzung für euch 1645. Fahrwerk ist natürlich von uns gemacht, Federbein sowie Gabel. So, dann haben wir natürlich hier das zweite Data Recording drauf mit der IMA-Gabelbrücke, mit unserem Offset und so weiter und so fort. Das ist einmal, was das Motorthema anbelangt. So, dann habe ich hier schön aufgebaut mit meiner Markise, damit ich so ein bisschen einen Schatten abkriege. Ich habe ein bisschen falsch berechnet, dass die Sonne von da kommt. Ich dachte, die kommt mittags eher von da, aber egal. Wenn sie hoch genug steht, bin ich wieder im Schatten. Dann habe ich hier meinen Hänger hinten dran, wo ich alles vorbereitet habe zum Losfahren. Das heißt, ich habe alles Plug and Play. Ich habe meinen Helm, neue Knieschleifer brauche ich dann, Sprit. Ich habe Reifen dabei, noch mehr Reifen dabei. So, dann bin ich insofern vorbereitet für alles. Ich habe hier den neuen Lederkombi, den ziehe ich aber nicht an. Ich ziehe jetzt noch einmal den alten an. Zur Sicherheit beim Eingrooven ist mir der alte lieber. So, dann habe ich hier noch eine Federgabel mit dabei, die ich dem Kunden mitgebe. Dann habe ich hier mein Schränkle, wo alles drin ist, was ich brauche. Und somit bin ich da relativ gut gewappnet für die zukünftigen Stunden. Dann haben wir hier meine Werkbank. Da habe ich den integrierten Kompressor von Renngrip drin. Den kann ich quasi relativ simpel einfach einschalten. Na, da ist Druck drauf, deswegen schaltet er nicht ein. Dann habe ich hier einen Druckluftanschluss auf der Seite, damit ich quasi das Moped mit Luft befüllen kann, Reifen mit Luft befüllen kann. Hier Rampe und Druckluftschlauch etc. pp. Das ist so ein kleiner Überblick zu meinem Setting.
Ich habe den Luftdruck schon gemacht. Ich begleite den Luftdruck immer von der ersten Minute eigentlich weg, sodass der Reifen nicht wahnsinnig viel an Luftdruck aufbaut, also nicht irgendwie auf 3 bar hochgeht. Weil wenn du den dann ablässt, kurz vorm Rausfahren, dann braucht er noch ein bisschen, bis er nachdrückt. Ne? Das heißt, der Luftdruck wird nochmal ansteigen, deswegen begleite ich den Luftdruck. Das heißt, ich mache den Luftdruck in der Heizphase von 1,5 bis 2 Stunden Heizdecke mehrmals und dann auch noch, natürlich nochmal 5 Minuten vorm Rausfahren. Deswegen lasse ich mir immer Luftdruckprüfer hier auf dem Moped liegen und auch die Staubkappen hier auf dem Moped liegen, dass ich das wirklich zum Schluss nochmal mache, bevor dass ich rausfahre. Moped ist schon warm gelaufen, das mache ich immer so 1 Stunde vor dem ersten Turn und dann 10 Minuten vor dem ersten Turn nochmal, einfach damit das Gehäuse und so weiter Zeit hat durchzutemperieren, obwohl das bei der Außentemperatur wahrscheinlich gar nicht einmal so notwendig ist, aber einfach fürs Gefühl. Moped ist picobello sauber und ich hoffe, dass wir jetzt, dass ich einen entspannten ersten Turn habe. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange nicht mehr gefahren bin, aber wir werden sehen. Okay, erster Turn vorbei. Die Bedenken waren unberechtigt. Ich bin gleich jetzt 43,6 gefahren. Das ist irgendwie 2/10 an meiner Bestzeit. Aber trotzdem anstrengend und heiß. Alter, ist das heiß. So, Reifen haben jetzt quasi drauf 7 Hunden. Also 7 Hunden, check. Reifen sieht, wie erwartet, jetzt nach 7 Hunden. Gut, da könnte es noch so ein scheiß Reifen sein. Ne? Wird immer gut aussehen nach 7 Runden, meistens. Aber es sieht trotzdem wirklich geleckt aus. Also, das ist aber auch typisch für diesen 24er, dass der quasi relativ glatt ist. So, Turn 2. Ich bin jetzt schon bei einer 1,42,5. Das heißt, theoretisch, was machen wir jetzt? Hören wir auf, gehen wir heim, weil Personal Best im zweiten Turn. Hä? Alter, ich bin fahrerisch so weit weg von irgendwas. Reifentechnisch, also der 24er hinten, der ist noch stabiler als der Performance Slick. Die normalen Mischungen, der ist gefühlt, also handlicher nochmal. Er überträgt aber auch ein bisschen mehr vom Asphalt und alles, was quasi von außen an Einflüsse reinkommen. Deswegen möchte ich jetzt gerne die Druckstufe nochmal ein bisschen öffnen. Griptechnisch ist das jetzt nichts, wo ich sage, ich hätte jetzt gern mehr Grip, weil ich fahrerisch an mir persönlich jetzt gerade an der Strecke, durch das ich die Strecke nicht so gut kenne, noch so viel mehr machen kann. Ich glaube, da liegen allein schon 2 Sekunden noch irgendwo mit meinem Level fahrerisch, ohne jetzt mehr Grip zu brauchen. Also wirklich verblüffend. Reifen sieht super aus. Wir haben natürlich eine wahnsinnig heiße Asphalttemperatur von 46 Grad, mittlerweile schon jetzt gerade mal 11:30. Was man bedenken muss, und das ist speziell, ich kriege das immer wieder mit von Leuten, die auf mich zukommen bezüglich Reifenproblemen, herstellerübergreifend. Luftdrücke. Wir haben jetzt hier 46 Grad Asphalttemperatur. Ich heize die Heizdecke auf 100 Grad und stelle 1,45 bar Luftdruck ein. Nicht nachmachen im ersten Moment. Komm aber rein mit 1,6. Das heißt, die Heizdecke, die ohnehin schon 100 Grad macht, reicht nicht aus, um die Temperatur zu erzeugen, die draußen dann vom Reifen beim Fahren passiert. Das heißt, der Reifen bläht sich nochmal auf. Und jetzt, wenn du hier mit 80 Grad Heizdecke 1,6 bar einstellt und dann da rausfährst und dementsprechend am Kabel ziehst, dann hast du da 2 bar drin. Also das bitte bedenken, das ist wirklich temperaturabhängig ein Riesendefizit, wo man ganz schnell wo reinkommt und das muss man natürlich so ein bisschen beobachten. Ja? Also schaut da wirklich immer wieder die Luftdrücke an. Jedes Mal, wenn jemand auf mich zukommt mit Reifenproblemen, dann konfrontiere ich ihn mit genau dieser Systematik und jeder sagt immer, nee, habe ich nicht gewusst. Also wirklich hinter die Ohren schreiben, ganz, ganz wichtig, mache ich mich, kotzt das auch jetzt mal wieder an, reinkommen, du bist total am Ende, erstmal Luftdruck machen, da könntest du den Helm reinkotzen. Ne? Aber es hilft nicht. Ideale haben wir jetzt schon 42,1, also das schaut alles gut aus, Daten, Fahrwerken, ja, alles soweit top, ich habe nur ein Problem,
auf die Doppelrechts da hinten, die Enge auf die Links, da habe ich so ein bisschen wenig Load an der Front und da habe ich das Gefühl, so, ah, das rennt weit, da passt die Übersetzung auch nicht ganz, obwohl die Übersetzung sonst überall wirklich fast perfekt passt. Deswegen möchte ich es jetzt auch nicht ändern und versuche das fahrerisch so ein bisschen zu kompensieren. Aber ansonsten muss ich noch 10 Grad weniger, wäre echt cool. So, ich hatte leider einen kurzzeitigen Headbanger. Ich habe mit dem Helm die Scheibe eingeschlagen, weil ich beim Beschleunigen mit dem Fuß auf den Schaltautomat gekommen bin. Also wie ihr seht, Anfängerfehler, passiert nicht nur Anfänger, sondern auch Routiniers wie mir. Ich würde nicht sagen Profi, das wäre der falsche Ausdruck, aber Routinier passt ganz gut, glaube ich. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Helm die Scheibe eingeschlagen. Verdammte Axt. So, also wie ihr seht, der Reifen ist extrem glatt. Wenn das jetzt ein Performance wäre, dann würde ich sagen, der ist eigentlich zu glatt. Hier sehen wir die Indikatoren. Einmal hier in der Mitte. Boah, das sieht echt wie ein Babyarsch aus, ne? So, und auch das Vorderrad ist sehr glatt. Das ist jetzt, wie gesagt, das Medium. Das hier außen ist normal, das ist einfach so ein bisschen so ein Pickup, der aufgesammelt wird. Wenn man nicht ganz so weit, also ich meine, den Reifen kannst du sowieso nicht bis ganz rausfahren. Das geht bei dem Reifen gar nicht, aber so wie das aussieht, ist eigentlich perfekt. Turn 3 vorbei. Ja, nochmal schneller, 42,0. Allerdings jetzt fangen die Reifen langsam an zu schmieren, aber es ist noch heißer, aber nicht so, dass der jetzt schon schlecht ist. Du kannst jetzt halt perfekt eigentlich am Limit millimetrieren. Man merkt halt dann von Runde zu Runde, dass es heißer wird. Also das ist halt wirklich eine massive Temperatur. Aber ich habe jetzt ja keinen Rutscher gehabt im Sinne von irgendein Erlebnis, sondern eher so, ah ja, jetzt kann ich das Motorrad sogar ein bisschen besser turnen am Stützgas oder ein bisschen beim Ziehen. Von dem her alles gut. Fühlt sich super an. So, ich würde sagen, rundenzeittechnisch lasse ich das jetzt so, wie es ist. Es muss jetzt nicht mehr schneller werden. Wichtig ist jetzt, dass wir mit dem Reifen noch mehr Runden abspulen können und über die Distanz noch was aussagen können. Weil wenn du dann immer so zwischendrin so Runden reinknallst, dann überhitzt du den Reifen schon dermaßen. Das ist ja normal. Und ich versuche jetzt quasi so ein bisschen so die Konstanz zu halten, dass man den heutigen Tag sowieso, also die heutigen Turns überleben damit und eigentlich auch noch die Hälfte vom morgigen Tag. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, 1,5 Tage, das ist ja wenig. Es kommt schon ein bisschen auf die Rundenzeit auch drauf an. Fahre ich jetzt 10 Sekunden langsamer, fahre ich mit dem Tag natürlich 3 Tage, mit dem Reifen natürlich 3 Tage. Das ist schon ein bisschen speedabhängig, aber ich kann jetzt nicht 10 Sekunden langsamer fahren, das ist ja dann auch nicht repräsentativ. Dann, ich kann dann sagen, bei dieser Durchschnittsrundenzeit kann man mit dem Reifen hier 1,5 Tage fahren. Vielleicht 2, ich glaube es nicht. Aber 1,5 Tage, das wäre schon richtig gut. So, erster Turn am Nachmittag, entschuldigt mir mein Outfit, aber es ist echt. Nichts war soll. Das ist heftig. Okay, jetzt haben wir ungefähr 40 gezeitete und mit In- und Outlap sind es wahrscheinlich 50 Runden drauf. Es geht immer noch. Erstaunlich gut. Wenn wir uns jetzt einmal hier so einen Indikator ansehen, hier auf der Seite, hier, dann ist auf jeden Fall immer viel genug Fleisch drauf. Was ein weiterer limitierender Faktor jetzt bei diesem Speed, ich bin jetzt zwar nochmal, es ist nochmal heißer, ich muss es mal messen, ist das Vorderrad, da bräuchte ich jetzt das harte. Das Vorderrad auf der Bremse, kurz vom Scheitel, wo du noch Druck hast, da war ich schon so, Bremse aus. Da war ich schon hin und wieder einen Tacken zu spät, da würde ich mir jetzt vom Kopf her schon schneller reintrauen, aber sag zum Vorderrad so, hey, nimm doch da mal das hart, die harte Mischung von uns. Und das werde ich aber dann erst machen, wenn das Hinterrad durch ist, weil dann gibt es quasi zweimal neu. Weil jetzt habe ich quasi den alten 24er hinten drauf, den es quasi eigentlich schon gibt. Aber es gibt ja neuen. Und diesen neuen, den packe ich dann drauf, wenn ich mich an den fertig gewohnt habe, den runtergefahren habe, wenn der finito ist, dann kommt der neue, der Prototyp für nächstes Jahr drauf. Und dann gibt es vorne einen harten Reifen. Und dann schauen wir mal, wo da die Unterschiede sind.
Okay, wir haben 56 Grad Asphalt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wirklich so hoch ist. 56 Grad, Alter. So, der erste Fahrtag ist vorbei. Frisch geduscht. Es ist ein bisschen dusterer geworden, aber nicht schlimm. Sonne ist weg, schadet eh nicht. So, der Reifen, der hat jetzt ca. 60 Runden drauf. Ich glaube 58 sind es jetzt am ersten Tag. Und es ist verblüffend, wie gut dass das Reifenbild aussieht. Griptechnisch ist es jetzt weniger geworden, also es hat deutlich mehr geschmiert. Wir haben aber auch 58 Grad, 56 Grad Asphalt gehabt. Was man ein bisschen sagen muss, sind, was die Temperaturen anbelangt, Dinge wie Karkassentemperatur und Oberflächentemperatur. Ich habe die Oberflächentemperatur gemessen beim Reinkommen mit 76, 78 Grad. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber das ist auch nicht das, was er tatsächlich hat, sondern der ist in der Karkasse drin heißer, viel heißer. Und das kann man aber nur mit einem Karkassentemperaturmessgerät, so eins wie der Tom hat, messen. So eins habe ich nicht, sonst müssen wir mal kaufen, das ist gar nicht so günstig. Und da kann man dann die Karkassentemperatur messen, weil die Oberfläche kühlt halt außen relativ schnell ab, was der Laser misst, und das ist halt nicht so genau. Von dem her, die Karkassentemperatur ist da auf jeden Fall bei 100 Grad. Wenn wir uns den Reifen jetzt so anschauen, dann schaut er eigentlich richtig sauber aus, ne? Guten Morgen! Ah, italienischer Cappuccino ist schon was wert. Dann nutze ich meine Kaffeemaschine da drin gar nicht. Bei dem Cappuccino. Das ist schon echt ein gewisser Mehrwert, muss man echt sagen. Der Cappuccino, wow. So, was ist heute der Plan? Der Plan ist heute, den Reifen noch weiter runter zu fahren. Moped noch ein bisschen sauber machen von gestern. Den Reifen werden wir auf jeden Fall noch bis Mittag fahren. Versuchen wir mal, vielleicht fahren wir noch länger. Ich würde natürlich jetzt schon gerne mal so richtige Zeit rausknallen mit einem harten Reifen hinten, also Power Performance Hard oder sowas umfahren. Aber es geht ja letztendlich jetzt hier um die Challenge, um Maximum Rundenanzahl auf den Reifen drauf zu fahren. Ich bin noch 4 Tage da, das heißt, ich kann ja ab morgen auch immer noch machen. Morgen. Von dem her alles gut. Moped putzen, Heißdecken drauf und ab. Das war jetzt haarscharf. Vorderradrutsche gehabt in der langsamen rechts, kurz vor Startziel. Ich habe mich schon liegen sehen. Der Moment, wo der Lenker auf einmal keinen Widerstand mehr hat und so langsam zur Richtung dir kommt, und ich dachte mir so, und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach anscheinend volle Körperspannung gehabt und dann war es wie in Zeitlupe und auf einmal war der Widerstand wieder da. Okay, zweiter Tag, Mittag. Ich nehme den Reifen jetzt runter. Er sieht immer noch gut aus, er ist auch immer noch gut gegangen. Ich glaube, man kann noch länger fahren. Ich konnte im ersten Turn sogar meine Zeit von gestern noch mal unterbieten, bin noch mal 41,9 gefahren mit dem alten Reifen. Liegt auch daran, dass ich die Strecke jetzt besser kenne. Aber jetzt fange ich halt intuitiv doch an, noch mehr zum Pushen. Ganz unterbewusst, ob ich will oder nicht. Und jetzt muss ich neue Reifen draufpacken, weil Vorderradrutscher, der sagt als Vorderrad dann irgendwann, du Kollege. Und deswegen mache ich das jetzt auch mit neu. Diesen Reifen gibt es schon länger. Und zwar ist das der 24er mit der 55er Karkasse. Nächstes Jahr, also im Jahr 2024, kommt allerdings die neue Generation mit der 60er Karkasse. Dementsprechend wird auch der 24er jetzt an die anderen Familienmitglieder aus der Power Performance Produktion in Form von Soft, Medium und Hard an die 60er Karkasse angeglichen, sodass alle einheitlich sind. Also, was haben wir da? Michelin Power Performance Slick 24. Das ist der neue, der für nächstes Jahr erst rauskommt.
dann schon in der 60er Karkasse. Der alte, den wir jetzt noch drauf haben, der ist noch die 50er. So, dann brauchen wir das. Dann brauchen wir noch ein Vorderrad. Hier habe ich keine Vorderräder, hier habe ich die Vorderräder. Schaut's mal. So, super, Vorderrad also. Hinterrad, Hinterrad, Vorderrad. Was haben wir hier? Michelin Power Performance Hard. This is the good stuff. So, erster Turn mit den neuen Reifen. Vorne harte Mischung, hinten den Prototypen 24er für nächstes Jahr. Erste gezeitete Runde 41,6. Bam! Da habe ich mir gedacht, wow, das geht aber geil. Und dann habe ich so ein bisschen ein Chattering gekriegt in der Front. Speziell an den Kurven, wo ich kein Load drauf habe, so umlegen von rechts nach links und dazu und so weiter. Habe jetzt aber beim Reinkommen festgestellt, dass der Luftdruck massiv zu hoch war. Vorne sowohl als auch hinten. Es hat halt wieder 60 Grad Asphalttemperatur. Ne? Das heißt, der Reifen geht auf. Das heißt, er wird noch pumpt sich noch mehr auf mit Luft, dehnt sich noch stärker aus, die Luft. Also der Luftdruck, vorne kam ich rein mit 2,65, bin aber mit 2,5 raus. Vorne halte ich ihn eigentlich immer ganz gut. Und hinten kam ich rein mit 2,68 und bin mit 1,45 raus. Also, ja, ich habe ihn jetzt mal angeglichen. Mal schauen, wenn jetzt wieder die Heizdecke Dreiviertelstunde drauf ist, wie sich das dann mit der Heizdecke. Ist auch scheiße, scheint die Sonne ein bisschen drauf, ist ganz schwierig. Ganz schwierige Bedingungen. Weil das war nämlich die erste Zeit, die Runde, die war bam, da dachte ich mir, Alter, ist das geil, wie auf einer Schiene, ne? So stabil und das harte Vorderrad, das lenkt auf der Bremse ein, du machst dir keinen Begriff. Aber dann nach so einer dritten, vierten Runde dachte ich mir so, was ist jetzt? Komisch. Das heißt, das Ziel ist jetzt ganz klar, Luftdruck angeglichen, nochmal prüfen, was er dann mit der Heizdecke exakt hat, nochmal rausgehen, schauen, ob das Gefühl bleibt oder wieder besser ist. Weil dann merkst du, 1,5 Zehntel an der Front zu viel, definitiv. Weil es würde dann Sinn machen, dass es an diesen Stellen ist, wo ich quasi zu wenig Load drauf habe. Und da habe ich so ein Chattering gehabt, so ein typisches. Es gibt nicht so viel Vertrauen nach dem Vorderradrutsche, ne? Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Wie ihr seht, es ist nicht einfach, aber es ist brutal heiß. Ich bin an und für sich mit der Rundenzeit bin ich massiv zufrieden. Also ich bin drüber gefahren, sehe die 41,6, 5, irgendwas. Und dachte mir so, kannst eigentlich schon wieder aufhören zum Pushen, ne? Hast alles erreicht. Aber ein paar Kurven später hat das mein Chattern angefangen und dann ist der Reifen zu heiß geworden. Und deswegen ging das in der ersten zweiten gezeiteten Runde bin ich die 41 fahren, nicht in der ersten. Okay. Ja. So, guten Morgen zu Tag 3. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen Setup-Struggling gehabt ab dem Zeitpunkt, wo ich den neuen Reifen hinten montiert habe mit dem 60er Querschnitt. Meine Fahrwerksgeometrie hat nicht hundertprozentig da dazu gepasst. Jetzt habe ich immer so ein Weitpushen gehabt. Ich bin mit dem Reifen zwar sofort schneller gewesen, liegt aber auch dran, weil Vorderachse neu und so weiter, aber das Feeling war nicht so gut. Das heißt, durch das, dass der Hinterreifen höher ist, der neue, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich zu sehr auf dem Vorderrad hänge, in den Scheitelpunkten oder kurz vorm Scheitelpunkt. So, das habe ich jetzt geometrisch behoben und, also was heißt behoben, in die richtige Richtung gearbeitet. Das hat tatsächlich sofort was gebracht und bin sofort jetzt 41,4 oder 41,3 irgend sowas gefahren. Das heißt, es ist nochmal schneller gegangen. Aber ich habe jetzt mit dem harten Reifen vorn an zwei Kurven, wo man nicht reinbremst und dazugreift hat, habe ich so ein Chattering, so ein papapapapam. Und das werde ich jetzt nochmal probieren, dass ich vorne die Druckstufe ein bisschen rausnehme, dafür ein bisschen mehr Zug mache. In der Hoffnung, dass dann das Chattering ein bisschen besser wird, dass ich da mehr Vertrauen habe. Weil das kostet, das nimmt das sofort die Schneid. Ne? Wenn du irgendwo an zwei Stellen ein Chattering hast vorne, dann fährst du auch die anderen Kurven so ein bisschen defensiver und so ein bisschen mit dem Hinterkopf so, hey, vielleicht nicht ganz so optimal.
und dann, das kostet einfach sofort. Ideal wäre 41.0 gewesen, ich bin erst 41.6 gefahren, dann 41.4 und in der 41.4 bin ich eben im letzten Sektor auf den Verkehr aufgelaufen, bin relativ gut vorbeikommen gleich, aber ich habe kurz lupfen müssen und das kostet sofort 3/4 und deswegen habe ich Ideal 41.0. Vielleicht wäre es dann sogar schon die 40 gewesen, aber ich bin jetzt mal guter Dinge. Ich mache jetzt das mit der Druckstufen noch. Genau, mit der Druckstufen. Ja. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem 24er wirklich erstaunt, wie lange diese Performance aufrechterhalten wird. Eines der ersten Unterschiede zu dem Power Performance Slick Soft, Medium oder Hard ist vom fahrerischen Gefühl, dass das Motorrad ein bisschen härter ist, ein bisschen stabiler ist, vielleicht auch die ein oder andere Bodenwelle sich früher bemerkbar macht, was so ein kleiner negativer Faktor ist, aber das kann man mit minimalem Öffnen der Druckstufe relativ schnell in den Griff kriegen. Na klar, der Gummi, nicht nur die Karkasse, sondern auch der Gummi muss ein bisschen härter sein, um eben quasi längere Distanzen zu ermöglichen. Und das schuldet so ein bisschen auch dem Komfort. So, Chattering on the front ist weg. Siehe da, Öffnen der Druckstufe, Schließen der Zugstufe und den Reifendruck vorne um 500stel abgelassen. Und schon ist das Chattering weg. Und das bestätigt wieder mal die Feinfühligkeit. Ich bin zwar jetzt nicht mehr schneller gefahren, das war jetzt auch gar nicht das Ziel, ich habe mich bewusst ein bisschen selbst den Druck rausgenommen, habe mir gedacht, komm, jetzt fährst du einfach den Turn fertig und fährst einfach ein bisschen entspannter und achtest einfach einmal wirklich lediglich nur auf die Problemstellen. Und siehe da, es ist verblüffenderweise wirklich weg und ich habe jetzt auch an dieser Stelle, wo das Chattering quasi war, habe ich vorher auch die Bewegung in der Gabel gesehen. Und die Bewegung ist schon weniger, obwohl ich ja eigentlich weniger Dämpfung gemacht habe. Also die Zugstufe fängt es dann ein bisschen ab. Und auch durch das bisschen weniger Luftdruck im Reifen vorne macht der Reifen natürlich auch mehr Eigendämpfung. Aber das sieht jetzt eigentlich richtig gut aus. Und von dem her bin ich da jetzt schon mal zufrieden. Wir sind jetzt halt quasi gestiegen. Jetzt haben wir ein bisschen sichern. Sichern ist für mich dann einfach immer ohne Druck fahren. Und da mache ich mir einfach den Fokus auf ein bisschen Haltung üben, ein bisschen auf die Linie achten, ein bisschen feinfühliger reinhorchen in das Motorrad. Nicht so ganz auf Druck fahren, sondern einfach ein bisschen gechillter. Und das ist dann gar nicht einmal so viel langsamer. Das war jetzt auch 41.8, aber total entspannt. Das ist echt crazy. Also das sind 4/10 Differenz, ist gefühlt eine Weltmacht hier. Ja, es ist eigentlich eine schöne Strecke, aber sie ist verdammt anstrengend. Jetzt bin ich so trainiert und trotzdem, boah, ey, mir läuft das Wasser runter, also wenn ich geduscht hätte, wirklich, ich kann gar nichts anziehen, weil das, ich bring's nicht drüber. Ich muss erst einmal nach jedem Turn duschen. Also wirklich crazy. Heute Abend ist noch ein Rennen, aber da ist es extrem heiß, ich weiß nicht, inwiefern das so viel Sinn macht. Muss ich mal gucken. Ich habe noch ein paar Reifen zum Testen, aber das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Jetzt wäre es halt dann nochmal einen richtigen Reifenreizungsstecker, also sowas wie ein Medium oder ein Hard hinten. Und den 24er, das ist halt schon ein Reifen, mit dem du echt lange fahren kannst und einfach trotz alledem einen wahnsinnigen Grip hast. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Rennstrecke drauf an. Also wenn eine Rennstrecke, wo der Grip verhaust, schlecht ist, dann ist natürlich eher am Limit auch der langsamere Fahrer mit so einem Endurance-Reifen als wie mit einem High-Performer. Aber die Kombination zwischen Haltbarkeit und Performance ist schon wirklich brachial, muss man jetzt sagen. In meinem Fall hat sich die Änderung von dem 55er auf den 60er Querschnitt etwas negativ ausgewirkt, weil die Honda Fireblade relativ stark kopflastig ist und dadurch natürlich durch ein Anheben des Hecks immer mehr Last auf das Vorderrad kommt.
Das kann man natürlich fahrwerkstechnisch mit entweder einem kürzeren Federbein oder eben auch durch das Anheben der Front durch die Änderung des Gabelüberstands oder auch durch härtere Federn vorne, softere Federn hinten etc. pp. Federvorspannung kann man das natürlich dementsprechend beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass das natürlich wunderbar auch perfekt passt und dadurch sogar das Turning und das Handling vom Motorrad besser wird. Das ist Motorrad abhängig, fahrerabhängig, Fahrergeschwindigkeit, Fahrergewicht abhängig. Sehr, sehr viele Faktoren fließen hierbei in das Ganze rein. Man muss auch bedenken, dass man ein Motorrad und ein Fahrwerk immer auf jeglichen Reifen abstimmen muss. Wenn das zufälligerweise passt, ist das oft auch Glück. Man muss aber sich damit auseinandersetzen, dass man auf jeden Fall mit einem Fahrwerk eine absolute Abstimmung für einen Reifen machen muss.